Servus, willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial. Heute polstern wir diese Maske. Die habe ich beim letzten Mal fertiggestellt oder umgebaut, denn das war eine alte Maske, die mir nicht gefallen hat und die habe ich komplett umgemalt und so weiter. Das Video werde ich in die Infobox oben reinpacken und ihr könnt es auch in der Endcard sehen oder auf dem Kanal direkt. Also ihr könnt es nachholen, wenn ihr wollt. Jedenfalls heute geht es nur ums Polstern, also Polstern und hinten Fell draufpacken. Und das Fell, das verwende ich vom letzten Mal, das ist das graue Fell. Darauf habe ich die Maske angepasst, damit es farblich dazu stimmt und dazu passt. Und das sind eigentlich Fellreste, also da waren drei Reste, die ich zusammengenäht habe und ein Tuch drüber geklebt, damit man beim Reinschlüpfen dann weniger Probleme hat und irgendwo hängen bleibt. Das verwende ich hinten, also ich brauche nichts zuschneiden. Aber man kann natürlich, wie hier, habe ich andere Felle. Ein bisschen brauneres Fell, darunter habe ich sogar ein schwarzes Fell und das könnte man auch verwenden, aber in dem Fall nicht, also ein Fell braucht man. Dann das nächste, was man sicherlich braucht, ist, um das Ganze noch zu befestigen, also das Fell, war mal so, Nägel natürlich, also im Prinzip die mit großen Köpfen, im Prinzip ist egal welche, aber groß, sie können sogar kürzer sein, die sind ein bisschen lang. Danach, also was man nachher noch braucht, ist natürlich die Polsterung. Also irgendwelche Reste, Polsterreste, wie hier habe ich ein paar Streifen und hier auch noch welche. Also die habe ich jemand geholt, der immer Sachen neu polstert und der hat sicher Reste übrig. Das heißt, wenn einmal etwas wie das da hinten, wenn einmal eine Polsterung gewechselt wird, kann man die alte einfach so mitnehmen, wenn man dann auch fragt. So mache ich das immer. Die Oberfläche ist vielleicht nicht immer so gut zu tragen, packe ich immer ein Tuch drüber, also wenn man irgendein übriges Tuch oder ein T-Shirt hat, was komplett kaputt ist und vielleicht Teile davon verwenden kann, wie sowas, dann kann man das drüber kleben, wie man möchte. Ab und zu habe ich gesehen, man verwendet auch Leder, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Ich verwende dafür immer Sprühkleber, also im Prinzip hier, und mit dem klebe ich dann auf und klammer es dann an. Also im Prinzip mit einem Tacker, ein bisschen angetackert rundherum. Also das sind nochmal so auf die schnelle Materialien, die man braucht. Und es gibt nicht wirklich einen richtigen Weg. Also man lernt zum Beispiel als Bildhauer, wie man Masken schnitzt. Man lernt, wie man Figuren schnitzt, wie man es bemalt und so weiter. Aber man lernt nicht das Polstern. Also das weiß man nur durch selber rumprobieren und so weiter. Also wenn ihr bessere Vorschläge habt oder auch Masken ausgepolstert habt und eine bessere Lösung habt, natürlich könnt ihr da Bescheid sagen. Und bevor ich es vergesse, da braucht man natürlich auch eine Spanngurt. Und hier rüber. Also ich habe nur noch welche übrig, die man weggeworfen hat, weil das sind zu große Stücke. Und hier ein Stück und wahrscheinlich hier ein Stück. Und hier vernäht. Und die brauchst du natürlich auch. Habe ich ganz vergessen. Also das auch. Und ich glaube, das war's mit dem Material. Und dann starten wir nämlich gleich los mit dem Polstern. So, ihr habt es jetzt hier drüber geklebt. Man sieht eh, dass das T-Shirt so drüber geklebt. Das ist einfach nur die Oberfläche. Da ist eigentlich egal, denn hier tackere ich es eh nieder. Also so im Prinzip. Und ich habe ein zweites Stück genommen, denn ich brauche mehr Höhe. Deshalb ist es immer gut zu probieren, wie hoch es ist. Und ich habe hier das Band. Das ist vielleicht besser, wenn man es vorher ranschrauft.
Du schreibst lieber unten, denn hier ist eine Leimfuge. Und ja, deswegen schraube ich unten und da oben und ein bisschen länger gelassen, damit ich es hinten dann mit dem Band vernähen kann. Jedenfalls ein alter Spanngurt. Da nehme ich immer kleine Schrauben, also entweder solche oder mit Beilagscheibe, geht auch. Das mache ich jetzt zuerst. So, jetzt ist das Band dran und jetzt kommt der Schaumstoff rein, im Prinzip so, denn ich brauche mehr Höhe und seitlich rangetackert. Man kann es auch mit Sprühkleber aufsprühen, also im Prinzip so irgendwie. Es muss nicht unbedingt halten, aber so, dass ein bisschen zurückhält. Und jetzt sind die Schrauben eh überdeckt, so sollte man schauen und natürlich aufpassen, dass die Schrauben nicht durchkommen. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann kommt das gleiche her. Irgendwie. Das muss ja nur ein bisschen halten, denn es hält mit Klammern. Denn jetzt wird geklammert. Also im Prinzip die Ecken ist wichtig. So, natürlich nicht so lange Klammer nehmen. Meine sind relativ kurz, ich müsste sogar längere haben. Meine sind schon ziemlich kurz. Die Dacker noch ein bisschen reinschlagen. Und später kommt hier noch ein Schaumstoff hin, der was ein bisschen hier Abstand haltet. Und vielleicht nicht noch später hier auch noch, also mit dieser Nadel zusammen. Das muss ich noch überlegen, aber das mache ich meistens alles spontan. Und natürlich immer wieder anprobieren, passt die Höhe und seitlich natürlich, oben natürlich, vorne, damit man nicht immer anstoßt. Beim Kind tue ich oft. Und vielleicht da noch irgendwie. Also kommt drauf an, wie viel Platz ist. Aber zumindest so polstern, dass man in keine Richtung rutschen kann. Also nicht nach oben, nicht zu der Seite, nicht zu der Seite, nicht nach vorne und auch nicht so schräg. Und das mache ich jetzt, also das wiederhole ich. Und da mache ich eine bessere Aufnahme, denn man hat es ein bisschen weniger gesehen, wie ich das gemacht habe. Und dann polstere ich das alles. So, jetzt habe ich es einmal ganz grob gemacht, seitlich, nach oben, nach vorne
Und ich und beim Anprobieren gemerkt, die Höhe, da passt nicht, ich muss noch was dazwischen tun. Und deswegen ist es fein, wenn ich noch was dazwischen tun kann. Und wenn man hier den Gurt rüber machen will und seitlich macht, natürlich wie hier zuerst, aber ich habe hier wenig Spiel. Also wäre es ein bisschen schädlich, wenn ich so schrauben würde. Also ist es besser, wenn ich so schraube. Eh bei den Löchern. Und also im Prinzip, dass das Band so niedergeschraubt wird, so hält. Und in der Mitte wird es dann hier übernäht. Und auch wahrscheinlich hier auch ein Schaumstoff, damit ich es hier ran drücke, kommt drauf an, das muss ich selber probieren. Vielleicht geht es auch ohne. Also da oben fehlt noch. Hier habe ich gemerkt, ganz leicht komme ich hier an. Also entweder lege ich noch was hier dazu, vielleicht im Eck oder hier drüber. Und beim Kinn. Beim Kinn fange ich zuerst an und, na, zuerst das und dann beim Kinn. Und dann mache ich das und dann sehen wir weiter. So, jetzt habe ich offline ein bisschen probiert. Ich habe die Maske aufgesetzt und ich habe hier zwei Streifen drüber gepackt. Ich wollte eigentlich aufnehmen, aber dann bin ich drauf gekommen, da ist ja die Kamera. Und immer wenn ich so Klammern probiert habe, war ich direkt vor der Kamera und hier sieht man ohnehin nichts. Bis sie so hinlegen und da sehe ich nichts. Also habe ich das lieber offline gemacht. Ich habe es im Prinzip hier angetackert. Das ist ein schmaler Streifen, ungefähr so breit. Und zusammengedrückt. Also gleich wie da rechts gemacht und zusammengedrückt. Hier fehlt noch. Und hier werde ich wahrscheinlich nur ein Legerstückchen drauf tun, denn hier will ich nicht viel aufbauen oder gar nicht aufbauen. Es soll nur nicht reiben. Das ist nur das Wichtige. Und das ist hier. Das wird hier dann mit dem Band zusammengenäht. Und hier kommt das Band drüber. Es könnte noch sein, dass man hier auch noch was dran näht. Das könnte sein. Und wenn ich diese zwei Stellen und das da gepolstert habe, dann wäre man zum Band anbringen kommen. Also zu dem. So, Polsterung da fertig und auch hier Leder drüber geklebt, das passt. Und ich habe bei dem Stück noch eins dran geklebt, damit ich die gleiche Tiefe habe. So, da ist die gleiche Tiefe. Und hier kommt dann Spanngurt hin. Und das nähe ich jetzt an, damit wenn ich es nur rumliegen habe und ich wieder reinschlüpfen will, dass nichts runterklappt und im Weg ist, sondern dass immer mitgeht mit dem Gurt selbst. Und dann kann ich schon den Gurt auch hier anbringen. Ihr habt es ein bisschen länger gelassen. Ich schneide nämlich nur seitlich ab, wenn ich es brauche. Und ich mache es doch so. Denn wenn es draußen drüber steht und der Fell drüber ist, ist es eigentlich relativ egal. So kann ich es ein bisschen länger auch lassen, wenn man es ein bisschen verstellen möchte. Also das werde ich anschrauben und das natürlich vernähen. Und dann sehen wir eben. So, der Gurt ist jetzt drauf und ich habe ein bisschen rumprobiert, ein bisschen war es zu hoch, wir haben noch ein bisschen runtergesetzt. Und hier lasse ich ein bisschen länger, damit ich noch Spiel habe. Ansonsten kann ich den Gurt auch noch tauschen, wenn ich tatsächlich andere Länge brauche. Und hier sieht man schon, dass
ist mit dem verbunden, damit man ihn reinschlüpfen kann und hier dagegen hält. Und hier habe ich sicherheitshalber vernäht, ganz grob, damit nichts passieren kann. Und jetzt fangen wir an, das Fell drauf zu packen. Wir haben eh schon das Fell ausgeschnitten. Ansonsten müsste man ein Fellverkehr so auflegen, die Maske drauflegen, dann anzeichnen rundherum und dann das Stück ausschneiden. Man sieht, die da ist schon angezeichnet gehabt. Verkehrt auflegen, anzeichnen, ganz leicht größer lassen, denn es geht hier hinten gebogen drüber. Und am besten mit einem Messer hinten einschneiden, also Tapetenmesser zum Beispiel oder Schnitzeisen auf der anderen Seite. Und dann hätte man so ein Fell. Das werde ich jetzt draufbacken. Im Grunde Ganzen fange ich so an, so hinzulegen und nagle zumindest die Mitte an. Und da gehe ich links und rechts immer weiter mit dem Annageln. Immer so, tack, tack, seitlich, seitlich, bis ich irgendwann in dem Bereich bin, wo es so überdeckt ist. Weiter unten als der Bügel sollte man nicht. Und es sollte nicht mehr gespannt sein, als wie der Bügel selbst, wenn man einen hat. Denn ansonsten, mit dem Fell selbst kann man auch noch Druck ausüben. Und das mache ich jetzt. Und dann müsste eigentlich alles fertig sein. So, ich habe es jetzt anprobiert und die passt super. Nur ein bisschen zu kurz, also ein bisschen länger hätte ich es machen sollen. Aber das war schon ein Restl, also ich wahrscheinlich könnte hier was dran stucken, dran nähen oder hier ein Stück dazu, das hier runterhängt. Also ein paar Reste. Und jetzt sieht sie von vorne so aus. Und ja, da ist wieder ein bisschen leer, so wie bei der alten Maske. Und da hatte ich ja Reste drauf, die zwei. Und die habe ich einfach so rangenagelt. Ja, das wird gar nicht letzter ausschauen. Vielleicht höher. Hier so. Wird nicht schlecht ausschauen. Man könnte auch Pferdehaar nehmen. Also von Pferdeschweif. Die Haare, ein paar Löcher dübeln. Ein bisschen zusammengebunden. Die Haare rein. Und dann ein Dübel rein oder ein Keil rein. Und natürlich den Keil und abschneiden. Dann kann man nämlich Haare runterhängen lassen, übers Gesicht oder hinten runter. Ich könnte auch eine andere Farbe nehmen, statt grau hier schwarz. Das werde ich jetzt spontan entscheiden und ein bisschen rumschauen und das sind die letzten Arbeiten. Ansonsten wäre sie nämlich fertig. Ein paar Leute machen hier Gitter noch dahinter, damit es beim Fotografieren nicht sichtbar ist. Mir persönlich stört das aber. Beim Mund kann man es auf alle Fälle machen. Also ein Gitter hinten dran geklebt mit Heißkleber oder sowas. Das ist hauptsächlich für Foto oder sowas. Aber im Prinzip ist es auch egal. Also man braucht es nicht wirklich. Ich sehe das eigentlich extrem selten. Beim Mund manchmal, aber bei den Augen wirklich. Es kann mehr stören, als es helfen würde. Und das wäre jetzt fertig. Also das schaut jetzt so aus. Ich habe noch ein Stück hier reingetan. Ich habe nur probiert, ob es besser ist oder schlechter ist. Keinen Unterschied. Deswegen habe ich es auch nicht aufgenommen. Und hier natürlich... Hier ist ein bisschen hohler, deswegen bin ich auf die Idee gekommen, hier ein bisschen drüber zu legen. Und so schaut es dann innen aus, hier kann ich immer noch verstellen. Und ja, ich glaube, die Reste mache ich noch und dann sind wir eigentlich fertig. So, jetzt wäre es fertig. Ich habe jetzt hier seitlich auch noch was dran gemacht, aber natürlich Abstand gelassen, damit ich hier immer noch aufschraufen kann, wenn ich es brauche. Beide Seiten.
Und das hängt ein bisschen runter, so ist der Hals ein bisschen verdeckt. So habe ich es ein bisschen kompensiert. Und hier natürlich, ich habe auch anprobiert, das passt super. Und hier links, rechts natürlich die ein bisschen Haare ein bisschen gesetzt, damit es ein bisschen runterhängt. Hier oben würde noch fehlen, da machen wir noch ein Stück drauf. Und dazu kann man es entweder so antackern, so zuerst und dann runterklappen. Oder man klappt es gleich runter und tackert es oben durch, aber da bleiben halt Haare hängen. Das ist, damit man die Kante vorne nicht sieht. Also im Prinzip. So. So. Jetzt haben wir das angetackert. Und dann seitlich einmal umfalten. Und dann nochmal tackern. Und machen wir auf der Seite auch noch? Nö, das reicht. Dann wird es so ausschauen. Ein bisschen wollte ich, damit ein paar Haare vorne runter, ein bisschen müsste es noch kommen, aber im Prinzip kann man es so jetzt lassen. Also sie wäre jetzt so fertig. Also, ja. So sieht das dann innen aus. Also gepolstert, hier der Spanngurt, hier das Leder, hier natürlich zum Verstellen, also aufzuschraufen, die Haare nur zur Verlängerung, normalerweise ist das verlänger, also bräuchte man eigentlich nicht. Dann natürlich die Haare seitlich und hier oben. Man könnte jetzt auch Pferdeschwanz irgendwie, also Pferdeschweifstücke nehmen oder also reinkleben und so weiter. Aber ich glaube, das passt gut. Ich habe das Fell zuerst gehabt und dementsprechend habe ich die Maske nach dem Fell angepasst. Deswegen passt das Fell schon eigentlich richtig gut dazu. Ja, ihr könnt ja ein Like da lassen, wenn das Video gefallen hat. Ansonsten ein Dislike, das geht auch. YouTube interessiert sich dafür nicht. YouTube will einfach nur Interaktion. Also Kommentare, Liken und so weiter und Teilen und so weiter. Und alles, was umso öfter geteilt worden ist oder Kommentare drauf hat, umso höher wird das von YouTube selbst bewertet, umso höher ist die Chance, dass es irgendwo angezeigt wird. Das hilft mir am meisten und für euch ist es am besten, wenn ihr tatsächlich mehr von Bildhauerei wollt und so weiter. Natürlich abonnieren und so weiter, denn dann verpasst man nie ein Video, wenn man sich für Bildhauerei interessiert. Wenn das nur so ein Video für zwischendurch ist, ist das auch nicht relevant. Denn wenn man einfach so abonniert, ist es wieder blöd. Das nennt man dann tote Abonnenten. Das heißt, jemand hat abonniert, sieht aber keines deiner Videos mehr an. Und sowas kann ich nicht gebrauchen. Also ich verstehe teilweise andere YouTuber nicht, die immer sagen, immer abonnieren, immer. Nein, abonniert nur, wenn es euren Content tatsächlich gefällt. Wenn das Video selbst nur gefallen hat, dann nur ein Like, kein Abo. Ist wesentlich effektiver. Also ich würde noch sagen, danke fürs Zuschauen. Servus.